leitenden Magnetfeldern. Willkommen in der magischen Fantasy-Welt von Azeroth, einem virtuellen Universum, das sich rund um die Uhr dreht. Die Welt ist riesig, ständig gibt es etwas Neues zu entdecken. Wer abschaltet, ist nicht mehr Teil der Welt. Offline geht hier gar nichts. Jeder Held beginnt sein Leben mit einer Entscheidung. Wer möchte ich sein? Trinkfester Geselle und schmiedekundiger Zwerg? Oder ein mutiger, zäher Krieger im Kampf gegen mächtige Feinde? In diesem Spiel bleibt der Spieler nicht anonymer Steuermann irgendeines Wesens. Stattdessen füllt man einen individuellen Avatar, ein alter Ego, mit Leben. Je mehr Zeit der Spieler und sein Avatar im Spiel verbringen, desto besser und erfolgreicher kann das zweite Ich werden. So viele Menschen wie Österreich Einwohner hat, spielen World of Warcraft. Es ist das beliebteste Online-Rollenspiel weltweit. Die Spieler kommen aus den unterschiedlichsten Kulturen, sozialen Schichten und Berufen. Tausende Spieler können gleichzeitig auf einem Server spielen. Der Online-Service ist kostenpflichtig. Um spielen zu können, muss der Spieler ein Abonnement mit einer monatlichen Gebühr abschließen. Rund 13 Euro sind es aktuell für World of Warcraft. Alleine in Europa spielen es mehr als 1,5 Millionen Menschen. Und auch in anderen Online-Rollenspielen sind es Hunderttausende. Januar 2007, kurz vor Mitternacht vor einem Berliner Elektronikmarkt. Ein ähnlicher Wirbel wie bei Erscheinen eines neuen Harry Potter. Doch hier signiert kein Autor Bücher, kein Popstar Platten, sondern ein Entwickler Computerspiele. Leute, Brian! Die erste Erweiterung für World of Warcraft erscheint. Viele Spieler wollen noch in der Nacht des Verkaufsstarts loslegen. Mit der Erweiterung wächst das Spiel um neue Welten und mehr Aufgaben. Und die Avatare der Spieler bekommen die Chance, auf noch höhere Level zu steigen. Man kann alle möglichen Spiele online spielen. Meist geht es um sportlichen Wettstreit. Online-Rollenspiele sind jedoch in erster Linie auf kooperatives Spielen ausgelegt. Viele Aufgaben, die sogenannten Quests, sind nur mit Hilfe anderer Spieler zu lösen. So entstehen bei Online-Rollenspielen gleichzeitig virtuelle und reale Gemeinschaften. Ein Häuschen am Rande von Paderborn, das Zuhause von Didi und Inka. Ein typischer Freitagabend, 18 Uhr wird zu Abend gegessen. Gegen 7:30 wird Inka den Nachwuchs ins Bett bringen. Würden die Eltern im Anschluss einen gemütlichen Fernsehabend genießen, würde es niemanden wundern. Doch an 2 bis 3 Abenden pro Woche reisen Didi und Inka nach Azeroth, der Welt von World of Warcraft. Heute Abend geht es in den von Drachen bewehrten Pechschwingenhort, um dort mächtige, computergesteuerte Gegner zu besiegen. Unternehmungen wie im Pechschwingenhort sind nichts für Gelegenheitsspieler. Beide spielen in einer Gilde, den Holy Warriors. Ein Spielerzusammenschluss von rund 120 Menschen zwischen 12 und 45 Jahren. Didi leitet zweimal pro Woche den harten Kern der Gruppe, rund 40 erfahrene Spieler. Ich nehme das Ganze mal als Vergleich mit dem Verein. Schützenverein, Tennisverein, Schwimmverein. Da sind Leute, die haben sich bereit erklärt, in ihrer Freizeit was zu organisieren. Und nichts anderes ist das hier. Das Ganze ist nur kein eingetragener Verein. Es ist eine Gruppe aus Leuten, die gemeinsam ein Spiel spielen, wollen Spaß dabei haben. Aber damit 40 Mann koordiniert werden können, muss sich irgendeiner bereit erklären, das Ganze zu machen. Und das ist genau das Gleiche im Verein. Einer ist der Vorsitzende, der sitzt oben drüber, der organisiert, der spricht mit Leuten, gibt Aufgaben an andere ab und legt auch Termine fest und bestimmte Ziele, die auch erreicht werden sollen. Aus Inka und Didi sind inzwischen Nandini, die Jägerin, und Jim Tonic, der Schurke, geworden. Beides Charaktere in den höchsten Stufen, die man erreichen kann. Nur in gut eingespielten Gruppen kann es gelingen,
die übermächtigen Gegner zu besiegen, auf die sie heute treffen werden. Didi gibt die Marschroute vor. Nimmt dann seinen Lieblingsdiamanten. Eraju, du tankst das Dreieck. Und Avatiara tankt den Mond. Didi teilt die Spieler ein, weist ihnen Positionen zu. Denn was nach simplem auf ihn mit Gebrüll aussieht, ist in Wirklichkeit eine ausgefeilte Taktik. Jeder Spieler weiß, wo er zu stehen hat und wann er agieren muss. Das geht nur, wenn alle Spieler per Headset Absprachen treffen können. Man kann auch per Tastatur chatten, aber im Getümmel ist man damit schnell verloren. Das hat aber lange gedauert heute. Der Drache spuckt nämlich nicht planlos Feuer, er greift mit verschiedenen Fähigkeiten an. Zudem tauchen in Wellen weitere Gegner auf. Ein einzelner Fehler kann die ganze Gruppe scheitern lassen. Jeder der rund 40 Spieler erfüllt eine besondere Rolle im Team, je nach Klasse des Avatars, den er gewählt hat. In erster Reihe stehen die Krieger. Sie können viel einstecken und die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich konzentrieren. Damit halten sie den schwächeren Mitgliedern der Gruppe den Rücken frei. Spielklassen wie die Schurken halten weniger aus als Krieger. Dafür sind sie Meister der Verstohlenheit und können unentdeckt dicht an den Gegner rankommen und dort kräftig austeilen. Wer einen Magier spielt, gleicht einer Kanone aus Glas. Ihre gewaltigen Feuerbälle richten mehr aus als jedes Kriegerschwert. Aber sie selbst sind in ihren Stoffroben sehr verletzlich. Sie alle würden gegen viele Feinde nicht lange bestehen, wäre kein heilender Priester mit von der Partie. Die richten weniger kämpferisch aus, aber ihre Heilkünste sind ungeheuer wertvoll. Taktiken und Strategien für Spielaufgaben oder News rund um das Spiel werden auf unzähligen Webseiten beschrieben und diskutiert. So wie auf wowszene.de. Dahinter steht unter anderem Steve Krömer, im echten Leben Lehrer. Auch er ist langjähriger Spieler und in World of Warcraft mit verschiedenen Charakteren unterwegs. Einer der größten Klickfaktoren auf wowszene ist das Hörspiel Alemania. Es entstand im Rahmen einer selbstproduzierten Internet-Radiosendung zu World of Warcraft. Die Drehbücher schreibt Steve zusammen mit einem Mitspieler. Sie drehen die Hintergrundgeschichte durch die Mangel und spielen mit Klischees. Steve selbst übernimmt die Rolle des dümmlichen Kriegers Horst. Wenn das nicht Ragnaros und nicht Majo, Mujo, dieser Domino ist. Alemania ist nicht das einzige Hörspiel, hat aber einen hohen Bekanntheitsgrad. Auch dank prominenter Gastsprecher. Oliver Rohrbeck, der Justus Jonas aus den drei Fragezeichen, schlüpfte in die Rolle einer Figur namens Marshall Jonas. Gute Idee. Darf ich Sie kurz stören? Sind Sie Marshall Jonas? Ja, mein Name ist Marshall Justus Jonas. Wie kann ich euch helfen? Irgendwie sprudeln gerade Kindheitserinnerungen von flüsternden Mumien, kreischenden Weckern und Superpapageien in mir hoch. Könnt ihr bitte damit aufhören, mich in eine bestimmte Schublade zu stecken? Ich spiele hier nur meine Rolle, okay? Und in diesem Hörspiel bin ich Justus Jonas von den drei... Bin ich Marshall der Allianz. Ist ja schon gut. Ich fand Bob Andrews eh immer besser. Ist halt verblüffend, wer alles World of Warcraft spielt. Ne? Da kommen Promis auf einen zu und sagen, darf ich bei euch mitmachen? Also zum Beispiel der Daniel, der spielt den Timmy in South Park. Ist die deutsche Synchronstimme von Timmy. Ja? Der hat sich halt irgendwann bei uns gemeldet, gesagt, hey, ich finde das toll, was ihr macht. Ich spiele auf dem und dem Server, Rollenspieler, wusste man auch nicht. Kann ich nicht bei euch mitmachen? Ne? Ja, und dann haben wir ihn natürlich den Timmy spielen lassen in Alemania. Und gut, er sagt ein bisschen mehr als der Timmy in South Park, aber ja, wir sind also da sehr stolz drauf. Die Geschichten aus Azeroth gehen niemals aus. Denn es gibt immer etwas zu tun in der riesigen Spielwelt. Wo? Das zeigen solche Ausrufezeichen an. Hier können die Spieler Quests bekommen, Aufträge erfüllen. Es winken Gold, wertvolle und mächtige Gegenstände und der Aufstieg zum nächsten Level. Das Spiel bietet enorme Freiheit, wie man spielen möchte. Ob mit 40 Mitspielern wie Didi und Inka, zu zweit oder als einsamer Streiter. Dabei existiert kein finales Ziel, kein Spielende. Die Entwickler können immer neue Aufgaben hinzufügen. Irvine, Kalifornien. Hier sitzen die Macher von World of Warcraft, die Spieleschmiede Blizzard. 1991 gegründet, gehören sie inzwischen zu den Superstars der Branche. 1994 erschien Warcraft, Orcs and Humans, der Durchbruch für Blizzard. Blizzard gilt als Hersteller, der sich für seine Entwicklungen viel Zeit lässt. Viele der älteren Strategiespiele der Kalifornier werden noch immer gespielt. Das ist selten im schnellen Geschäft.
Der frühe Erfolg schuf den wirtschaftlichen Freiraum für aufwendig produzierte Folgetitel. World of Warcraft spielt in dem bereits 1994 entworfenen Universum. Auch weil die Schlüsselpersonen noch immer Teil des Blizzard-Teams sind. Vice President of Creative Development Chris Metzen, he had this, you know, grand vision for the story for Warcraft and the universe behind it, and it was all through kind of played itself out through the RTS games, the real-time strategy games. When we came around to doing World of Warcraft, we realized that the strategy games really only had a small window into kind of this world that was created, and we immediately figured out we have to now take these small windows and expand on it. We not only have to do the, you know, like in the RTS games, there are individual missions. We now have to expand this world and actually create entire mythos behind it and new races and kind of explain where all these people come from. So Chris helped us out a lot. He gave us a lot of guidance on how to make that work. And at the same time, the development team, the designers and the artists and whatnot got a lot of their own kind of take on it. Das Erfolgsgeheimnis von World of Warcraft ist einfach zu erklären und schwer nachzumachen. Neben der Erfahrung ist es die clevere Spielphilosophie des leicht zu lernen, aber schwer zu meistern und eine ungemein liebevoll ausgemalte Fantasy-Welt. Fantasy-Genre is one of the genres that really takes you furthest away from the day-to-day experience, if you ask me. You know, there's games that are, you know, more modern-day settings, but that's not as far of an escape from what fantasy brings to the table. And, you know, even science fiction stuff, that's stuff where you could potentially see us going someday, depending on how far-fetched it is. But, you know, the fantasy stuff, it's just another world, another time, another place. So it really, you know, speaks to that escapist desire. Ein Blick auf die gigantische Infrastruktur hinter dem Spiel. Hier spielen und arbeiten sogenannte Game Master unsichtbar mit. Es sind Blizzard-Mitarbeiter, die Spielern bei Problemen im Spiel direkt helfen können. Sollte eine Quest fehlerhaft sein oder die Spielumgebung hakeln, kann man sie kontaktieren. Millionen Spieler stürmen weltweit die Netzwerke. Hinter den Kulissen sorgen Heerscharen dafür, dass sich der virtuelle Globus reibungslos dreht. Die europäischen Spieler werden nahe Paris betreut. Mehr als 700 Mitarbeiter arbeiten hier. Die Spieler-Community ist für die Macher ein sorgfältig zu hütendes Kapital. Ein Hauptbestandteil von der Aufgabe vom Community-Team ist halt, das Bindeglied zwischen der Community und den Entwicklern zu sein. Das heißt, wir schauen uns das Feedback an, also nicht nur aus den Foren, sondern halt auch, was holen wir aus dem Spiel. Das sehen wir halt auch zum Beispiel, es gibt halt Player-Gathering oder es gibt halt auch Events, auf denen wir präsent sind, wo wir direkt mit den Spielern, also von Person zu Person in dem Sinne reden. Dieses Feedback sammeln wir, geben das den Entwicklern weiter und die Entwickler schauen sich das an. Und wenn Änderungen anstehen, geben wir das halt zum Beispiel der Community auch wieder zurück. Das heißt, es ist nicht nur eine einseitige Geschichte, dass wir Feedback von den Spielern bekommen, sondern wir möchten das Feedback natürlich auch gerne weitergeben. Wie keinem anderen Unterhaltungsmedium gelingt es Online-Rollenspielen, dass sich Spieler als Teil der Geschichte begreifen. Das Game wird zum kreativen Werkzeug. Es gibt nicht nur Hörspiele, sondern auch aus Spielsequenzen erstellte Filme. Manchmal werden darin eigene Geschichten erfunden oder von Heldentaten erzählt. Hier haben Fans das Hörspiel Alemania illustriert. Horst mag keine Vorspannmusik, aber er ist ein großer, starker Krieger. Gemeinsam kämpfen unsere Helden in jeder Folge um Ruhm und Ehre und erleben neue und spannende Abenteuer in der Allianz des Wahnsinns. In Alemania. Diese Fanfilme werden als Machinima bezeichnet, ein Kunstwort aus Machine, Cinema und Animation. Dabei werden gerne die ins Spiel integrierten Ausdrucksmöglichkeiten genutzt. Die Spieler können ihre Avatare Witze erzählen oder lächeln lassen. Hast du auch schon Schnittchen gemacht und die Reiseroute aufgemalt? I think just every day players are doing things in the game that are definitely amazing us. I mean, specifically for me, I'm really just excited about seeing all the community movies that they make. I'm really into the Machinima type stuff and watching the players actually create these films based on our game engines. I think the movies definitely make the game even more alive. We actually hired a few of the people from the community who make these type of movies onto our video production team. Rollenspiele sind keine Erfindung des Computerzeitalters. Schließlich ist die Lust am zweiten Ich ein uraltes menschliches Bedürfnis. In den 1970ern wurden Pen-and-Paper-Rollenspiele populär. Zum Spielen braucht es außer Würfeln lediglich Stift und Papier, daher der Name Pen-and-Paper.
Das Schwarze Auge ist das populärste deutsche Rollenspiel. In verschiedenen Büchern werden Szenarien, Städte und Rahmengeschichte beschrieben und ein umfangreiches Regelwerk festgelegt. Der Rest kommt aus der Fantasie der Mitspieler. Der Orkisch Outpost, ein Rollenspielerladen in Mainz. Hier trifft sich eine Gruppe Abenteurer, die ganz ähnlich spielen wie die Online-Rollenspieler. Nur ohne übermächtige Rechenmaschine PC im Hintergrund. Ein Erzähler gibt die Richtung vor, die Mitspieler reagieren. Was bisher geschah, was die verkörperten Helden an Gegenständen, Fähigkeiten und Erfahrung erreichten, alles muss im Kopf des Spielers sein. Aufgezeichnet in langen Tabellen und mit dem Würfel erspielt. Dabei wird viel diskutiert und fabuliert. 10. Wir haben es doch schon ausgerechnet. Das steht doch nur. Nee, ich hab's aber nirgends zu stehen. Gewandtheit von 10. Ich hab 7, hab ich, weil. 4. Ja, also ich habe jetzt zumindest die Möglichkeit, Fuchsgesicht. Genau, meine, die Katze. Die Katze wollten wir nach aber Fuchsgesicht schicken. Machen wir sofort. Allerdings müsst ihr dann da wieder mal mit rechnen, dass der Zwerg für ein paar Stunden etwas depressiv ist. Ja, das ist ja nichts Neues. Danke. Deswegen trinkt er ja auch so viel. Es herrscht fast unbegrenzte Freiheit, wie man auf vom Spielleiter beschriebene Situationen reagiert. Nicht nur das ist fesselnd. Es ist auch das gesellschaftliche oder das kommunikative Element, was am Spieltisch stattfindet. Das gilt jetzt eigentlich nicht nur für das Rollenspiel, sondern überhaupt an Spiele, die man gemeinsam macht, wo man quasi auf einen Witz auch ein Lachen erntet. Ja? Also wo Emotionen sich austauschen, im Gegensatz jetzt zum PC. Von der Drachenei-Akademie. Ja? Hab ich. Das ist ein Kumpel von Chelev. Die Pen-and-Paper-Rollenspiele sind die Wurzel für die modernen PC-Rollenspiele. Ob am Tisch oder am PC. Beim Spielen entstehen soziale Netzwerke, weil die Spieler voneinander abhängen. Warum wollten wir jetzt eigentlich direkt wieder zur Drachenakademie? One of many in the multiverse that is Ultima Online. Online werden die Nutzergruppen aber natürlich ungleich größer. Das Rollenspiel Ultima Online macht 1996 den Anfang. Statt der Spieler selbst mit Würfeln und Tabellen rechnet nun der Computer. Mit 200.000 zahlenden Spielern ist Ultima Online der erste kommerzielle Erfolg und der Durchbruch für die Gattung. EverQuest folgte 1999 und fesselte über 400.000 Spieler. Man nennt solche Spiele kurz MMO, Kürzel für die sperrige Beschreibung Massively Multiplayer Online. Massively, weil die Spieleranzahl tatsächlich massiv hoch sein kann. Zu Besuch bei CDV. Teut Weidemann ist Spieleproduzent und ebenfalls Online-Rollenspieler. CDV lässt derzeit ebenfalls ein MMO entwickeln, das 2008 erscheinen soll. Auch wenn Entwicklungs- und Betriebskosten hoch sind, das Abo-Modell gewährt noch lange nach Erscheinen Einnahmen. Derzeit sind Massen-Online-Spiele die beliebteste Spieleform am PC. Ich spiele mit oder gegen jemand anders, ja, um einen Konflikt auszutragen, egal welchen. Das ist immer mit einer anderen Person. Und der Computer ist das einzige in der Historie, wo ich alleine mit einem Ding spiele. Ja, das ist der Grund, weil der Computer dazu technisch nicht in der Lage war. Und jetzt durch Breitband, durch Internet, durch die Verbreitung davon, ist der Computer verbunden mit Millionen von Menschen. Und da ist es selbstverständlich, dass Spiele, die das auch unterstützen, ganz, ganz groß werden. Und deswegen werden die Spiele, die wir gegen eine künstliche Intelligenz spielen, werden irgendwann mal nicht mehr existent. Seit Ultima und EverQuest sind die MMOs auf dem Weg zum Massenphänomen. Und die Nutzerzahlen entwickeln sich weiter nach oben. Es herrscht ein bisschen Goldgräberstimmung. Die Zukunft liegt online, so scheint es. Wir haben da 7 Millionen Leute in World of Warcraft. Wir haben 300.000 in Dark Age of Camelot und, glaube ich, 250.000 in Guild Wars. Mit 250.000 Leuten in einem MMOG ist das ja immer noch wirtschaftlich gesehen ein extrem erfolgreiches Spiel. Selbst mit 50.000 Leuten ist ein Massive Online-Spiel extrem wirtschaftlich erfolgreich. Die kleineren haben ihre Daseinsberechtigung und die meisten Leute kennen halt nur die drei oder vielleicht noch ein viertes. Ja? Es gibt aber weit mehr als 200 Massive Online-Spiele da draußen und die meisten kennen sie gar nicht. Es gibt in Frankreich ein Spiel, das ist rein zweidimensional, also wirklich altbackene Grafik, die haben 700.000 Spieler. Das kennt kaum jemand. Ja? Trotzdem sind die extrem erfolgreich. Die Besonderheit bei den MMO ist der Zeitfaktor. Während man in anderen Spielen an einem Abend zum Champion im Rennauto werden kann, dauert es im MMO unter Umständen Monate oder länger, bis der Avatar die höchste Stufe erklommen hat. Die Spielmechanik ist grundsätzlich so angelegt, dass der Spieler immer Neues erleben und sehen kann, auf seiner Reise zwischen Kontinenten und Ländern. Die Entwickler können unbegrenzt neue Inhalte schaffen, denn die Spielinhalte sind online, nicht auf der Festplatte des Spielers.
Die Hintergrundhandlung wird mit immer neuen Häppchen weitergesponnen. Der Spieler wird zum Protagonist in einem virtuellen Fortsetzungsroman. Das ist faszinierend, spannend und sorgt dafür, dass man sich buchstäblich darin verlieren kann. Ein Fakt, der sowohl unter Spielern als auch deren Umfeld lebhaft diskutiert wird. Zukunftsforscher Matthias Horx kennt das Problem. Zwei schulpflichtige Söhne spielen, wie er selbst, mit Begeisterung, mit dem zweiten Ich. Ich spiele ja selber kontrolliert. Ich habe auch nicht immer so viel Zeit. Ich versuche, meine Söhne dazu zu bringen, kontrolliert zu spielen. Und ich habe eigentlich nur ein einziges Argument dabei, dass wenn man etwas verknappt, dass es dann länger Spaß macht. Ja? Aber ansonsten kann man davon ausgehen, dass dieses Spiel eine irrsinnige Zeitprovokation ist und dass daran noch unglaublich viele Familien, Ehen, Partnerschaften, Beziehungen extrem leiden und kämpfen werden. Nur umgekehrt kann man natürlich auch sagen, dass das auch ein heilsamer, kathartischer Prozess ist. Weil wir natürlich dann auch definieren müssen, warum wir Zeit für etwas ausgeben, warum wir Zeit für etwas spenden. Und man sich dann irgendwann in der Partnerschaft oder auch in der Familie auch über Motive unterhalten muss. Hier knabbert eine neue Unterhaltungsform an unserem begrenzten Freizeitkontingent. Anders als beim Fernsehkonsum ist der Spieler nicht nur passiver Rezipient. Die Online-Erlebnisse in der Gruppe schweißen zusammen, genauso wie der Erfolg als einzelner Spieler. Also ich erlebe darin eine Verwandlung in ein anderes Wesen und in eine andere Welt. Ich erlebe eine Katharsis, ich kann mich identifizieren in einem Raum des Traums. Ja, das ist im Grunde genommen das, was man versucht hat, vielleicht früher durch psychedelische Drogen herzustellen. Und es ist natürlich viel einfacher und vor allen Dingen mit viel weniger Nebenwirkungen hier zu haben. Und dieses Träumen können, dieses auch den Traum manipulieren können, das finde ich eine unglaublich befreiende Erfahrung. Im Spiel werden die Karten neu gemischt. Wir alle können Helden sein. Und man kann nicht nur ein alter Ego, sondern mehrere individuelle Charaktere erschaffen. Und so mit verschiedenen Ichs experimentieren. Doch es gibt auch weniger experimentierfreudige Spieler, die lieber spielen lassen und einen fertig konfektionierten Helden kaufen. Wofür normale Spieler Monate brauchen, das dauert beim Spieleservice gerade mal 4 Wochen. Dann steht für rund $300 ein Charakter der höchsten Stufe zur Verfügung. Ein Geschäft mit bizarren Blüten. In China werden jugendliche Spieler auf Arbeitsmärkten angeworben, um in Schichten 24 Stunden durchzuspielen. Solche illegalen Hinterhoffirmen lassen sich kaum kontrollieren. Die Bilder hat das chinesische Fernsehen mit einer versteckten Kamera aufgenommen. Erspielte Charaktere und Gegenstände wechseln im Spiel den Besitzer. Der Hersteller betrachtet das als Verletzung seiner Nutzungsbedingungen. Blizzard überwacht seine Server regelmäßig und verfolgt unerlaubte Aktivitäten dieser Art. Für ehrliche Spieler ist dieses sogenannte Power-Leveln gegen Bezahlung kaum erfreulich. Das Phänomen existiert, seit es moderne MMOs gibt. Und vollständig kontrollierbar ist es kaum. Ökonomie ist ja immer etwas Virtuelles. Wenn das Spiel faszinierend ist und wenn es eine Begehrlichkeit erzeugt, dann ist es ja logisch, dass auch eine Ökonomie sich darum herumstrickt. Und jetzt könnte man natürlich umgekehrt fragen, sind die Börsengelder real? Worauf spekulieren wir denn, wenn wir an die Börse gehen? Oder selbst wenn wir Pfandbriefe und Kommunalobligationen kaufen, ist das reines virtuelles Geld. Also insofern ist die Ökonomie immer ein Teil unserer realen Erfahrungswelt. Und dass es darum eine Art Hype, ökonomischen Hype gibt, ist eigentlich nur ein Anzeichen dafür, dass das Spiel erfolgreich ist. Zurück in Paderborn bei den Holy Warriors. Für jeden Gegner im Drachenhort gibt es eine besondere Taktik, die die Spieler mehrmals erprobt haben. Trotzdem kann immer etwas schiefgehen. An dieser Stelle soll Didi den Drachen Chromagus mit seinem Schurken in die Arme der Mitstreiter locken. Ein zauberkundiger Spieler soll ihn dann so schnell wie möglich zurück in den Schutz der Gruppe teleportieren. Doch der entscheidende Mausklick geht fehl. Didi alias Jim Tonic sitzt fest und ist alleine chancenlos.
Zwangspause für Didi. Der Rest der Gruppe kämpft weiter. Erst später wird ihn einer der Heiler wiederbeleben. Jeder mächtige Gegenspieler hinterlässt wertvolle Schätze, die nach genau festgelegten Regeln verteilt werden. Wer regelmäßig dabei ist, wird stärker belohnt. Didis Aufgabe ist es, hier den Überblick zu behalten. Die Gemeinschaft zählt viel in der virtuellen Welt. Es gibt Leute, die stehen darauf, möglichst schnell, möglichst weit zu kommen. Und es gibt Leute, die versuchen, Spaß am Spiel zu haben. Mein Spaß ist nicht daran, nur mit dicken, tollen, lila Klamotten rumlaufen. Das sind die besten Items, die man bekommen kann. Sondern auch eine Gruppe zu haben, mit der das Spielen Spaß macht. Und dementsprechend spiele ich weniger aktiv im Spiel, als das viele andere tun, sondern stecke eben mehr Zeit in dieses Drumherum. Dadurch ist die Zeit zum Spielen geringer. Ich sag mal, das Ganze wird pro Woche mit Sicherheit 3 bis 4 Stunden nur in der Organisation bei mir sein. Der Grad, wie stark man sich zum Spielen organisiert, ist natürlich unterschiedlich. In ihrer komplexesten Ausprägung können solche Organisationsformen das Rollenspiel zum modernen Spielplatz machen. Also diese Komplexität des Spiels bedingt ja, dass man sehr, sehr symbolische Schnelligkeit entfaltet. Man muss sehr viele Informationen aufnehmen, man muss sehr schnell sein. Man braucht trotzdem hohe soziale Verdichtung, man muss dechiffrieren können. Und das ist im Grunde genommen das, was moderne Wissensarbeit ausmacht. Also wir haben es im Grunde genommen hier mit einem modernen Teamwork zu tun, bei dem Menschen das simulieren, was sie später in ihren immer mehr wissensorientierten Berufen ja umso mehr können müssen. Teamwork, Simulationsfähigkeit, Virtualitätsfähigkeit, hohes symbolisches Verständnis, Schnelligkeit. Also im Grunde genommen übt in diesem Spiel die Arbeitswelt der Zukunft für sich selbst. Die Holy Warriors haben es fast geschafft. Die letzte Hürde ist der Lord des Drachenhorts, der sich in den mächtigen Drachen Nefarian verwandeln wird. So, 15% noch. Die 15% sollten klappen. Die Nahkämpfer lenken ihn so ab, dass Nefarians Feueratem nicht die verletzlichen, zaubernden Fernkämpfer trifft. Am Ende ist auch er niedergerungen. Jäger, Fernkämpfer, das kann nicht sein. 188. Das war's. Man merkt unseren Helden 3,5 Stunden Konzentration an. So langsam kann der Abend entspannt ausklingen. Versucht mal einmal alle zu winken, nach Möglichkeit gleichzeitig. Gebt's mal ein, ich sag, wann ihr drücken müsst. 3, 2, 1, jetzt. Zieht ihm jetzt hier das helle über die Ohren. Vielen Dank für den schönen Abend. Wir sind sehr gut durchgekommen. Und dann geht man wieder leveln. Vielleicht sind Online-Rollenspiele nur die Fortsetzung der Geschichten, die sich Menschen immer schon gerne erzählt haben. Nichts ist so spannend, wie von fremden Welten berichten zu können. Auch Online-Welten. Doch ich geb Gas wie Bleifuß, sind wir mal ehrlich, es ist mehr als nur ein Spiel, es ist die Multi-Action, ach egal, ich zock zu viel. Was ist das Beste auf der Welt? Leben, Real-Life, Frauen, Geld, jeder weiß es, World of Warcraft heißt es. Was ist das Beste auf der Welt? Mein Level 60 Epic Held. Komm, du weißt es, dass World of Warcraft geil ist. Was ist das Beste, das es gibt? Wie heißt das Spiel, das man so liebt? Na, du weißt es, World of Warcraft heißt es. Was bringt die Zukunft für unsere Lebensdauer? Für die Möglichkeiten der Medizin? Für unser Arbeitsleben. Z wie Zukunft. Heute Abend.